So, einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, wie auch immer. Diesmal kein Livestream, sondern etwas aus der Konserve. Das hat damit zu tun, dass wir diese Woche Ostern haben und dass wir auch einige andere Dinge planen. Unter anderem auch mit Valheim. Wahrscheinlich nicht diese Woche, aber in relativ naher Zukunft. Einen eigenen Server oder ähnliches zum Beispiel. Und dementsprechend heute nur rein YouTube. So, was ich jetzt gerade gucke, ist, ich hätte gern eigentlich Pfeile für meinen Bogen. Ich habe nämlich keine. Und es fehlt noch Holz. Ich habe kein Holz mehr. Unglaublich. Warum habe ich ständig kein Holz mehr? Das ist unglaublich. Okay. Also. Da sind wir wieder. Oh, dann gehen wir Holz hacken. Oder wie die Age of Empire Spieler früher sagten, Holz hacken. Ja, oder wir schnappen uns dann noch so ein Grayling. Was gibt's da jetzt? Resine? Genau. So, aber eigentlich wollten wir ja Holz holen. Okay, den kann ich nicht. Okay, den kann ich nicht nehmen. Okay. Frage mich gerade, ob das so schlau ist, diesen Baum so zu fällen, ob er nicht auf mich drauf fällt. Ah! Nein, tut er nicht. Knapp. Weil. Toll. Der ist schon wieder weg. Also irgendwie ging das früher mit Minecraft alles ein bisschen einfacher. Ja, das hätte ich auch gern noch. Den konnte man doch auch. Ja, aber. So. Achso, der ist dann weg. So, wo ist denn hier der Rest? Den muss ich mir noch glatt nochmal gleich angucken. Diesen. Ups, diesen Stein mit den Runen drauf. Was der jetzt nochmal genau von mir will. Ja, auf, genau. Hold Trevor, Bier oder. Many have. Odin. Okay. Habe Angst vor den Gehörnten. Okay. Ja, irgendwie, ja, hatten wir das beim letzten Mal schon mal. Ist ja beim letzte Woche gesagt worden, na, dein Hausbau. Ich finde gar nicht, dass das so schlimm ist, dieses Haus. Okay, es hat da eine Delle, aber mein Gott, das ist eine Wikingerhütte. So. Kriege ich jetzt Pfeile? Pfeile? Ah ja, da. Ja, komm. Gut. So, Fackeln haben wir noch. Gibt es irgendwas zum Upgraden? Die können wir reparieren. Da fehlen mir noch die Punkte für. Na gut. Wäre ja auch irgendwie zu schön gewesen. So. Ich bin ausgeholt. Ich habe Pfeile. Ich glaube in die Richtung. In die Richtung war ich schon unterwegs. Das sieht noch relativ unerkundet aus. Gucken wir doch mal, was da so zu finden ist. Ich habe mir mittlerweile so ein paar Sachen mir angelesen, nicht angeguckt. Ich dachte, es gibt mal so schnelle Tutorials, aber na gut. Das ein paar Sachen. Wichtige kann man dann wohl nur irgendwann im Düsterwald, der irgendwo hier sein muss. Den ich aber, glaube ich, so noch nicht vorbereitet bin mit meiner Ausrüstung bekommen. Und vor allen Dingen gibt es dann irgendwelche Dungeons, die man dann wohl noch erkunden soll. Wäre ja auch ganz schön, wenn dieser Wikinger langsam mal was Ordentliches an Rüstung und Bewaffnung bekommt als so eine Steinaxt. Man fühlt sich ja wie in der Steinzeit.
das war definitiv ein anderes Spiel. So. Ach, richtig, genau. Das gibt's. Ja. Fleisch. Okay. Ach komm. So, Fleisch, Leder. Nein, nur rohes Fleisch. Zack. Noch mehr Fleisch, ja. Okay, Sturmangriff bei Wildschwein funktioniert also auch. So. Hm. Irgendwo stand, ja, dann sollte man auch noch so etwas wie Feuerstein aufheben. Wenn ich wüsste, wie Feuerstein aussieht, dann würde ich ihn auch aufheben. Ah, eine Hütte. Ah, mit Bienen. Aber da habe ich mittlerweile gelernt oder gelesen, okay, dass man irgendwie auf diesen Bienenstock mit dem Bogen schießen soll. Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass ich den so nicht treffe. Ich jetzt mich setze, habe ich dann Ziel? Nee. Kann ich denn da reinschießen, ohne dass ich... Geht das um die Ecke? Nee. Na gut. Wer braucht schon alte Häuser? Dann bauen wir das hier einfach ab. Und sorgen für ein freies Schussfeld. Ja, doch, das müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. Oh, schlecht. Nach oben zielen. Okay, war's das? Ah. Was haben wir denn da? Wir haben... Ah, besagter Flint. Ja, ja, alles nehmen. Take all, genau. Ich kann... Was kann ich denn noch alles machen? Habe ich jetzt eine Bienenkönigin, wie es hieß, gefunden? Ne, ich habe Pfeile. Nein. Hm. Ach, nein, Quatsch. Hm. Ah, doch. Die Bienenkönigin war draußen. Witzig. Tatsache. Und jetzt könnte ich mir meinen eigenen Honig produzieren lassen. Kommen wir nachher mal zu. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Hm. Kann ich das irgendwie? Nein. Holzstämme. Ah, ein neuer Obelisk. Ein Runenstein. Was will der mir sagen? Lange Zeit, bla bla. Lancer's Threat. Oh, lesser Creatures jumpen. Human Nose. Okay. Okay. Alles klar. So. Ich will also. Tja. Was will mir dieser Pfeil da eigentlich zeigen? Bestimmt zu irgendeinem wichtigen Etwas. Gucken wir doch mal. So, da ist nochmal eine Hütte. Das ist gar nicht mal so blöd. Vielleicht findet ja man nochmal eine Kiste. Ah, auf jeden Fall nochmal ein paar Bienen. Womit schieße ich jetzt eigentlich gerade? Ich schieße mit meinen hoffentlich Holzpfeilen. Ja, die sind ausgewählt. So. So.
das, was ich heute schon bekommen? So. Ah, da noch eine Kiste. Naja, immerhin. Zweite. Okay, unsere Honigproduktion scheint nicht mehr so wahnsinnig viel entgegenzustehen. Außerdem pieken sie mich nicht mehr. Komm, den nehmen wir nochmal mit. Sammeln sie gefälligst ein. So, was haben wir denn hier noch? Gehen wir mal nach da oben, da sieht man vielleicht mehr. Steine. Irgendwo. Muss da was Interessantes sein, außer nur Steine. Warum finde ich denn hier keinen Feuerstein? Ah, schon wieder? Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Das war das mit den... Genau, Wildschwein. Ah, da hinten ist mein Bett. Okay, hier geht's steil runter. Egal. Es wird nachher wieder ein Spaß, hier hochzukommen. Mhm. Alles klar. Ja, ein paar Pilze nehmen wir uns noch mit. Liegen ja praktisch auf dem Weg. So. In die Richtung muss ich. Tja. Wald. Wikingerwald. Ist das auch wieder so ein Grundstein? Nein. Ja, Hirsche. Beziehungsweise Rehe. Ja, die hauen eh ab. Irgendwie wird der Wald dichter. Besagter Dunkelwald. Der Schwarze Forest. Ist das so clever, jetzt hier reinzugehen? Na, gucken wir mal. Okay, das ist jetzt zum Glück nur mein Berater. Turn back. This is dangerous. Ja, das ist auch okay. Ich meine, wenn es das nicht wäre, wäre es ja langweilig. Also zumindest ein bisschen scouten kann man ja mal. Ist das jetzt was Besonderes? Ist das nur Nebel oder irgendein böser Sumpf? Na, wir lassen es mal lieber. Ah, ist da oben was? Ist da, ein Haus. Oder sowas in der Art. Gucken wir mal, ob das ein gefährlicher Ort ist. Wir sind ja auch nicht mehr im Dunkelwald jetzt drin, wir sind ja schon wieder raus. Zwei Hütten. Ah, sieht jetzt mäßig gefährlich aus. Scheint ein einfach verlassenes Dorf zu sein. Kiste! Kisten und Bienen, war ja irgendwie klar. Ah, wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Treffe ich die so? Nein, treffe ich nicht. Volltreffer. Wie? Trotzdem noch. Ach.
Okay, beim nächsten Mal warten wir länger. So, was haben wir hier alles? Noch mehr Pfeile? Packer? Okay. An sich ein nettes Hütchen. Genauso kaputt wie im Heiz. So, hier liegt doch bestimmt wieder, ne? Nein, hier liegt erstmal Honig. Ja, komm. Was ist das jetzt hier? Hühnerstall? Okay. Tja. Also, da ist dieser Ding dann. Nein, das ist eher sowas. Moment, wie mache ich das weg? So, achso. Machen wir sowas. So, ach, vielleicht sollte ich die anderen Steine auch mal markieren. Was sagt denn die Uhrzeit? Königreichchen. So. Kehre ich zurück? In welche Richtung muss ich denn überhaupt? Ich schlafe da. Also bin ich in der komplett falschen Richtung. Echt in die Richtung? Ja, in die Richtung, ja. Okay. Mal sehen, was wir noch so finden. Aber auf jeden Fall ist schon mal der Black Forest gefunden. Das ist ja schon. Könnte das? Nein, das ist noch ein Stein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da gibt es dann bestimmt noch demnächst was Interessantes zu entdecken. Das ist aber, glaube ich, was für den nächsten Morgen. Kommt mir das nur so vor, sind die Tage kürzer geworden. So lange bin ich doch gar nicht gerannt. Na Quatsch, rennen, nicht schleichen. Okay, ich gebe zu, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie das Feuer hier runter. Es ist ja nur eine Behelfshütte. Es ist nur eine Behelfshütte. So, einmal Tür zu. So, kochen. Was haben wir denn so alles? Tausche das gegen das. Na, immerhin. Auf der 6. Was ich vielleicht mal craften sollte, ist sowas wie eine Kiste. Ich kann auch bestimmt eine Kiste. Wieso kann ich keine Kiste craften? Was brauche ich denn, um eine Kiste craften zu können? Ach so, nein, klar. Kisten waren doch bestimmt. Aber erstmal hier was zu essen raus. So, Kiste. Manager, Kiste. Nein, Kiste. So, was könnten wir denn da reinpacken? Was machen die denn? Moment, was haben wir jetzt noch? Sonst haben wir wieder Kohle. Weil Kohle bestimmt auch nicht unwichtig ist. So, wir haben was zu futtern. Honey. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt die ganzen... Den Honig brauche ich auch nicht. Auch erstmal nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist ganz... Das brauchen wir halt zum Beschwören. Also das packen wir da auch rein. Federn. Leder kann ich schaden, die brauche ich. Jetzt ist die Kiste alle? Ach du Gott. Na, dann nehmen wir die Pfeile natürlich mit. Aber lassen das hier. Hm.
noch was reparieren? Alle Sachen repariert. Na gut, das sieht nach einer kurzen Nacht aus. Wir träumen heute wieder über komische Dinge. Mhm. Alles klar. So, aufstehen. Es ist ja klar, dass es jetzt irgendwie wieder stürmt. So, nehmen wir noch einen Stick. Oder, na komm. Den können wir noch da einfach nehmen. Sehr schön. So. So, jetzt nach Black Forests. Ich bin von da gekommen, also in die Richtung. Schauen wir doch mal. Wobei in der Richtung. Ich wollte den Stein ja noch markieren. Genau. Stein. Zick. So. In die Richtung. Auch da waren wir noch nicht. Wirklich. Und ja, ich weiß, der Düsterwald liegt in eine andere Richtung. Ah, da hinten ist dieser andere Altar. Also ich vermute, dass es ein Altar ist. Hm. So. Hm. Wälder, Bäume. Ah, weitere Runensteine, die da auf der Wiese sind. Welche komischen Geräusche? Ah, ich wusste doch. War was. So. Und da ist auch noch eine Hütte. Sehr schön. Mal sehen, was die will. Na, da kommt ja eh zu ihr gleich gerannt. Oder? Nein, tut er nicht. Na, egal. So, schauen wir mal. Hey, hier geht's wieder um Ode. Ich war Astrid und Schildmaid. Now the Raven guide me and fight the great beast in Odin. Okay. Große Biester. Das da hinten ist kein großes Biest. Wahrscheinlich muss ich hier sowieso erstmal wieder gegen Bienen kämpfen. Ja, irgendwas läuft da lang. Ach, ein Wildschwein. Naja. Und ja, ich muss gegen Bienen kämpfen. Ich höre sie schon so. Das war jetzt. Hä? Nein, nicht nochmal eine Kiste. So. Es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, Bienenkönige zu sammeln. Naja. Nicht merkwürdiger als bei Minecraft. So. Habe ich das Ding eigentlich markiert? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Da war's. Nicht. Gut. Dann. Da-dum. So, der liegt in die Richtung. Gucken wir mal, was da noch zu entdecken ist. Wildschweine. Hm. Habe ich diese beiden Hirschköpfe nicht dabei? Clever. Aber egal. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das eine gute Idee ist, jetzt schon einen Bossgegner herauszufordern.
Wenigstens ein Bronzeschwert wäre schön. So ein ganz einfaches. Ah, da ist dieser Altar. Genau. Ja. Genau, ein Beschwörungsplatz. Ja. Feines Armor. Ja. Armor, Rüstung. Das wäre toll. So, das sind, ja. Muss es doch irgendwie noch was geben? Also ich glaube, es hilft nichts. Ab in den Düsterwald oder Black Forest. Okay, das sieht nicht natürlich aus, das gucken wir uns mal an. Ah, wahrscheinlich muss ich auch hier wieder nur gegen epische Bienen kämpfen. Obwohl, nee, das sieht größer aus. Das sieht größer aus. Ach, naja, nein, nicht wirklich. Es hat nur zwei Türmchen dran. Vielleicht sollte ich hierhin umziehen. Ah, das ist auch kaputt. Aber vielleicht findet sich ja noch eine Kiste, wo was Interessantes drin ist. Und das ist die falsche Richtung. Da geht's rein. Na, Bienen? Keine Bienen, keine Kisten. Enttäuschend. Absolut enttäuschend. Da hinten, das sieht auch noch nach einem Lager, einem Haus, einem irgendwas aus. Na, gucken wir mal. Hören wir Summen? Kann ich eigentlich hochkrabbeln? Nein. Ich höre nicht Summen, das ist schon mal gut. Warum renne ich auf Häuser eigentlich immer von der falschen Seite zu? Na gut. Irgendwie findet man ja so wenigstens Feuerstein. Und den muss man doch auch irgendwie abbauen können. Also falls das jemand sieht, der dieses Spiel schon gespielt hat oder ein anderes Let's Play dazu geschrieben hat, geguckt hat, es wäre super toll herauszufinden, wie ich an Feuerstein komme. Außer ihn in irgendwelchen Hütten zu finden. Was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Es scheint hier ja Unmengen von diesen Hütten zu geben. Aber das kann ja nicht das Spiel sein, Hütten zu plündern. Wobei, apropos Hütten plündern, da ist eine Hütte zum Plündern. Ah, zwei Hütten zum Plündern. Oh, mehrere Hütten zum Plündern. Was bist denn du? Oh, was seid denn ihr? Macht ihr euch jetzt gegenseitig fertig? Great. Oh, du tust weh. Oh. Und das sind mehrere. Das ist aber unfair. Hui. Okay. Hinweisschilder. Okay. Kiste. Pfeile. Was habe ich denn hier bekommen? Aha. Grauzwergenei. Augen. Interessant. Ist klar. Steht da irgendwas drauf? Na, das ist ja toll. Die Road to Nowhere, oder wie?
Wer stellt denn Hinweisschilder auf? Und davon gleich zwei? Was sind das, irgendwelche anderen? Egal. Ja. Aha. Schon wieder Bienen. Ja, höher zählen. Warten wir einen Moment, bis sie weg sind. Ah, alles klar. So langsam wird das hier eng. Hier, habe ich sie erwischt? Ja. So, ist hier noch was Interessantes drin? Nur ein Bett. Aber prinzipiell ist das jetzt ja mal nicht so schlecht. So. Und das hier ist schon Black Forest. Okay. Das da oben ist das, was man dann wohl einen Dungeon-Eingang nennt. Guckt man da denn rüber? Da ist Wasser. Ach, super. Sie sehen, dass sie nichts sehen. Aber ich höre irgendwas. Was auch immer es ist. Da drüben ist eine Drehe. So, jetzt. Falls jetzt jemand sagt, man muss ja nicht so vorsichtig vorgehen. Hey, ich trage hier nur so ein paar komische Graslappen. Doch, ich gehe vorsichtig vor. Steinen? Ist ja unfassbar. So, gucken wir noch mal. Oh, okay, ihr seid auf Mac. Skill lowered. Ja toll, super. Lichtjahre von zu Hause entfernt. War ja klar. Ja, es musste auch irgendwann mal so kommen. Aber ich habe jetzt zumindest das Dorf markiert. Das heißt, es dürfte kein Problem sein, das wiederzufinden. Ich bin ausgeruht. Toll. Und komplett nackt. Super. Nein. Hallo? So, ich muss in diese Richtung. Das ist jetzt nicht vor der Haustür, muss man ja ganz ehrlich sagen. Was willst du denn? Ja. Er empfiehlt, ein Bett zu bauen. Die Empfehlung hatte ich auch schon. Mehr in die Richtung. Ja. Na dann mal los. Naja, das ist ja ein ruhiger Wald. Ja, echt. Ja, ein paar Erdbeeren mit. Bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen scouten.
Das habe ich übersehen. Okay. Das stört mich jetzt nicht. Aber wir merken uns, die kleinen Zwerge im Schwarzwald werfen Steine und sind ein bisschen kräftiger als im Rest. Was mich dazu bringt, ich bin gerade sauer. Okay. Okay, du... Ich vermisse dann doch meine Steinaxt, stelle ich fest. Gut. Kurz gucken. Bienen. Keine Bienen. Keine Bienen. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. Irgendwo im Wald liegen meine Sachen. Ja. Echt? Ich bin so weit gerannt. Warum bin ich so weit gerannt? Warum habe ich zwischendurch kein Bett aufgestellt? Das war ja blöd. Naja, gut, man rechnet ja nicht damit, dass man stirbt. So. Ba-ba-da-ba-dum. Naja, ist ein sonniger Tag. Also rennen wir die ganze Ecke wieder zurück. War ich da hinten eigentlich auch schon? Ja, zwangsläufig. Echt, letztes besteht dadurch davon, nur daraus, durch den Wald zu rennen. Das kann es doch nicht sein. Okay, ich bin in die Richtung gestorben. So. Bin ich jetzt im Haus auch vorbeigekommen? Ja, doch, bin ich. So. So, irgendwo da hinten müsst meine Sachen ja liegen. Ah, okay. Moment. Das ist das eine Dorf? Ja. Da drüben liegen meine... Ach du Gott. Okay, dann war das ja doch der bessere Weg. Ja, wird das schon wieder dunkel? Also nicht, bevor ich nicht meine Sachen geholt habe. Geht ja mal gerade gar nicht. Ah. Wie bin ich denn hier eben hoch? Hier. Super. Weder und. Okay, doch ein bisschen weiter rüber. Ja, bitte. Moment, ja dann. Also das brauche ich. Das brauche ich. Ups, falsche Richtung, schon wieder. Nein. Ich bin auch nicht so ausgestattet, als dass das geht. Also, ich bin auch nicht angezogen. Kommst du mir hinterher? Ist ja unglaublich. Nein, ich habe keinen Bock drauf. Oh, was noch die? Oh, noch so einer. Ist nicht clever im Schwarz. Was ist... Achso. Er ist saved. Ich renne vom Zwerg davon, unglaublich. Und ich glaube, er ist noch hinter mir her. Ja, er behaut mich noch. Und der auch. Das ist toll.
Na gut, aber er trifft nicht. Das ist ja schon mal viel wert. Toll. Verfolgt von einer Horde von Zwergen. So, zack, zack. Oh, okay, es sind ein paar mehr. Nein, 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 nein. Ich will nicht schon wieder sterben. Läuft gar nicht. Es sind wirklich eine ganze Menge. Okay, die Hütte hat keine Tür. Ich höre euch immer noch. Ah. Es wird eh dunkel. Dann joggen wir halt durch die Nacht. Verfolgt von einer Steine schwingenden, werfenden Horde kleiner Zwerge. Das ist toll. So. Ja, Schleichen ist jetzt ein ganz schlechter. Ein bisschen Speed geben. Zick. Ich kann mir jetzt ja so abhängen. Ich fühle mich kalt. Ja, natürlich fühle ich mich kalt. Ich renne ja immer noch nackt rum. Die blöden Zwerge lassen mir ja keine Zeit, um Sachen anzuziehen. Ach ja. Eigentlich hätte ich ja gerne den Rest noch mitgenommen. Ah, ich höre sie immer noch werfen. So langsam müsste ich mich doch meiner Hütte mal nähern. Ah, der nächste. Ich habe die Befürchtung. Ah, Hütte. Oh. Klein bisschen daneben gerannt. Aber nur ein klein bisschen. Ich stehe nachher garantiert alle vor meiner Hütte. Und wollen rein und klopfen an. Aber bevor sie die Tür öffnen. Oh, sieht ja eigentlich ganz nett aus, die Gegend bei Nacht. Ah, Hütte. Na komm. Einmal kurz was essen. Hosen anziehen. Meine Jacke ist weg. Ich habe meine Jacke vergessen. Verdammt. Ja, ich wollte ja eh zurück. Tadam. So. Das kann er noch mit rein. Das kann er noch mit rein. Das kommt da noch mit rein. Hallo? Ein da. Da. Ihr beide kommt da rein. Ich würde mal. Oh. Doch, ich kann schlafen. Das ginge jetzt bei Minecraft nicht, aber ich glaube, die stehen immer noch vor meiner Tür. So. So. Immerhin Hosen angezogen. Das nehmen wir auch nochmal rüber. Und hier war da noch Leder. Kann ich noch irgendwas anderes? Ah, eine Tunika. Wäre auch gar nicht so schlecht. So, Tunika anziehen. So, dann das da zurück. Das da, das ist vielleicht keine dumme Idee, das hier auch zu lassen. Das brauchen wir ja nicht.
Das brauchen wir auch nicht. Wieso teilt der das so auf? Egal. Erdbeeren ist auch nur ein Stack. Warum habe ich Blumen gepflückt? Okay, muss ich nicht verstehen. So, eins, zwei. So, wo seid ihr? So, jetzt ist aber Schluss. Nix. Warst du der Einzige? Ich irgendwo gelesen, man kann sowas wie ein, kann ich irgendwas skillen? Ja, weiß wirklich. Ja, was habe ich hier? Nein. Was? Take damage from other players? Achso, ja, das ist jetzt egal. Kann man nicht irgendwas noch? Ich will keine Buildings. Was ist das denn? Achso, ein Bienenstock. Was braucht man denn dafür? Also, ja, gut. Boten, Lagerfeuer. Was braucht der? Flint und. Na, okay, das haben wir. Also zumindest. Achso, erstmal wieder weg. Naja, aber nicht genug. Und Holz auch nicht. Aber ich glaube, ich brauche nochmal eine größere Kiste. Ah ja, es fehlt Holz. Welche Überraschung. Ja, also noch mehr Holz. So, das geht jetzt einfach schneller. So, einmal gestorben. Noch Holz. 7, nein, reicht immer noch nicht. Ah, die sind. Jetzt reicht's aber. Steine werfende Zwerge. Sollte ich langsam mal das Blocken mehr machen. So. Zu meiner Leiche kehre ich auch gleich nochmal zurück und hole den Rest. Den noch. So. Dürfte jetzt ja mittlerweile genug Holz. Ja. Man muss ja nicht alles mit sich rumschleppen. So. Kiste. Ist da noch Platz? Ja. Da auch noch? Ja. Sehr gut. So, das brauchen wir alles definitiv nicht. Alles bitte. Was? Nein, rüber damit. Das brauche ich nicht. Kohle brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ein paar Pfeile wären noch ganz gut. Ja, obwohl, nein. Ein paar davon nehmen wir mit. Hallo? Oh, falsche Taste. So, das nehmen wir. Das behalten wir. Ich brauche noch ein paar normale Pfeile. Lass mich raten, mir fehlt wieder Holz. Es ist unglaublich.
Okay, also nochmal ein bisschen Holz. Ich brauche auch Holz für Pfeile. Also, Pfeile. Pfeile. Nochmal Pfeile. So. Ja. Erst rausgehen, dann Türen schießen. Obwohl. Hallo? So. Ich will jetzt meine restlichen Sachen holen. Ist ja unglaublich. Also zurück zu meiner Leiche. Das machen wir jetzt noch. Und dann craften wir uns dein Bett. Kann ich ein Bett einfach so craften? Okay, ich brauche eine Workbench dann. Das ist ja nicht das Problem. Da sind ja genügend Dinger. Dafür brauche ich nur Holz. Na, da ist auch Holz in der Gegend. Das machen wir. Bevor wir wieder ins Gras beißen. So. Dumm, jawohl. Wenn es hier schon rumliegt, kann man es gleich mitnehmen. Brauchen wir eh gleich. Oh nein, ich werde mich jetzt nicht dran schneiden. Du bist... Vergiss es. Auf zu meinem inoffiziellen Grab. Ist ja irgendwie schon ganz nett, die Gegend, aber so auf Dauer wäre halt schon schön. Die geben Heilung, die nehmen wir mal mit. Kann ja nie schaden. Auch mit. Weg. Das Problem ist ja, dass man so ewig lange durch den Wald laufen muss und der halbe Tag dann ja durchwandern schon vorüber ist. Und in so einem düsteren Wald rumzuhängen, wo diese kleinen diesen Dinger auftauchen und noch größer davon und einen mit Steinen bewerfen, das ist wahrscheinlich keine so kluge Idee, das nachts zu tun. Noch klüger wäre es, es nicht allein zu tun, aber die Idee mit dem Multiplayer kommt erst noch. Beziehungsweise, nein, die Idee ist schon da, aber der Multiplayer-Server und die anderen Mitspieler fehlen noch. Das ist jetzt auch erstmal nur ein reiner Test und... Ich bin hier oben auf den Berg gerannt. Warum bin ich das? Warum habe ich das? Da unten muss ich auch hin. Wobei, sieht man von hier oben besser? Naja, nicht wirklich. Gibt es hier vielleicht irgendwas Interessantes an der Berg? Nee, alles nur Steine. Na gut. Na gut. Manchen Spielen kann man dann ja weiter gucken. Das war hier jetzt nicht unbedingt der Fall. So. Also, Plan für jetzt noch.
zum Dorf in der Nähe meiner Leiche, ein Bett aufstellen oder den Rest meiner Leiche, Bett aufstellen, eine Nacht drin zu schlafen. Wobei ich glaube, das muss man gar nicht, das ist ja hier nicht Minecraft. Dann auf jeden Fall noch eine Werkbank aufstellen. Feuer kann auch nicht schaden, also lässt sich ein bisschen gemütlich machen. Ja, wo sind sie? Ja, ich höre euch doch schon wieder. Hinter mir. Ja, da muss das Spiel noch ein bisschen dran arbeiten. Die genaue Soundlokalisierung ist noch nicht so toll. Das klappt in Shootern besser. So. Wobei, hier war schon eine Kiste. War ja auch schon, irgendwo war da auch schon ein Bett drin. Genau, da kann man Sachen zwischenlagern. Ah! Da kommen zwei von denen. Ja, ich weiß, ich wollte erst ein Spawnpoint hintersetzen, das ist mir jetzt aber egal. Okay, da kommen jetzt zwei davon. Diesmal nicht. Huh. So, da liegen auch noch Sachen. Okay, aber wie gesagt, irgendwie. Ich hatte auch hier schon wieder so ein Wesen. Das habe ich auch nicht vergessen. So. Wo war der Pilz? Da war der Pilz. So. Ah, genau. Ups. Ich könnte ja schwören, dass ich hier. Na egal, also. Plan A. Workbench. Plan B. Holz. Ja, war ja irgendwie klar. Aber egal, hier ist ja nun wahrlich genug Holz. Außerdem macht es vielleicht auch durchaus Sinn, sich noch eine Tür zu besorgen. So, hier liegt auch noch Holz. So. Schon wieder zwei. Was los hier? So, hatte ich hier meine Werkbank reingestellt? Ja. Echt jetzt? Nein, drei. Also, eine Tür ist keine so dumme Idee. Ein Dach reparieren ist keine so dumme Idee. Halt. Erst ein Bett.
Und ein Feuer. Ach so, haha, ja, eigentlich logisch, ne? Man kann ein Feuer nicht auf Holzfliesen bauen. Das macht ja. Wieso kann ich das jetzt hier nicht wegmachen? Ach Mann. Na gut. Das ist wenigstens hell. So, ja. Irgendwie fehlt dem Dach. Ah, da ist es. So, regnet es wenigstens. Ja, ja gut. Ah, das kann nicht wahr sein. Da ist ja noch ein Loch dran. Dieses Haus hier stimmt wie Schweizer Käse. Und es wird schon wieder dunkel. Das heißt mit anderen Worten, nochmal fix. Holz. Brauchen wir eh nicht. Wobei, hier wäre schon ein Bett gewesen. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, dieses Haus zu reparieren. Holz wird noch nicht reichen dafür. Und ich glaube, ich muss sowieso die Axt gleich reparieren. Ja, na gut. So, wo war meine Hütte? Da. Tür zu. Zack. So. Alles klar. Was zum... Genau. So, dann würde ich sagen, set a spawn point und schlafen wir eine Runde. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit zu enden. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis die Tage. Ciao, ciao.